So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren oder einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Und heute habe ich mal wieder Zubehör für euch. Und zwar hat uns so ein Modell aus Südkorea mit einem Probeexemplar für das Sonder-Kfz 251 bedacht von das Werk. Dafür ist das zugeschnitten im Maßstab 1:16. So, und der Artikel heißt dann auch WWW2 Sonder-Kfz 251 Detail Upset. Gut, dass da nochmal geschrieben worden ist, WW2, sonst hätte man ja fast vermuten können, dass das der WW3 gewesen wäre. Gut, Spaß beiseite in die Ecke. Wir haben hier Resinteile, wir haben 3D-gedruckte Teile, wir haben einige Metallteile. Dekels sind dabei, das Ganze zu einem Preis von knapp unter 100 Euro. Und da wollen wir natürlich mal gucken, was haben wir denn da drin enthalten, was macht das Ganze denn hier so besonders. Ich muss hinzufügen, ich habe das schon mal geöffnet, weil ich hier etwas, ein wenig zensieren musste, ein bisschen was verändern musste. Wir gucken uns das gerne einmal an. Da sind zum einen hier die Bauteile im normalen oder im herkömmlichen, möchte ich es mal sagen, Resin gegossen. So, und dann habe ich das so schön zugeklebt, dass es nicht aufgeht. Aber ja, meine Schere. So, und dann gucken wir uns das Ganze mal an, was wir da so dabei haben. Da haben wir vor allen Dingen erstmal eine ganze Menge Kanister. So, die sind hier und die haben eine hervorragende Qualität. Muss man mal wirklich so dahingestellt sagen. Die sind nämlich richtig schön super. Halte ich jetzt mal auch werbewirksam hier in die Kamera, dass man das schön sehen kann. Also von der Detaillierung hier alles dabei, was man so dabei haben sollte. Die typischen Prägekanten hier in der Mitte, was da so dazugehört. Die Handgriffe dazu, die haben wir, die kommen gleich. Das sind die 3D gedruckten Sachen. Da sind also 3, 4, 5, 6 Kanister, die wir hätten. Dann haben wir einen Reifen hier. Dann haben wir 2 Sandsäcke, eine Kiste, einmal abgebrochen, der Zuppel hier, sollte man aber schön wieder so kleben können. Dann eine Felge ohne Reifen, 2 Plan und Stielhandgranaten. So, ich würde mal sagen, die Kanister, die haben wir uns ja angeguckt, die passenden Griffe dafür. Die kommen dann gleich, die packe ich hier mal wieder rein. So, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 hinein mit euch. Dann würde ich sagen, komme ich als nächstes hier zu dem Sandsack. Und da habe ich doch diese schöne Klemme hier. Das gucken wir uns nämlich an, weil mir geht es nämlich in erster Linie darum, dass ihr schön erkennen könnt, wie dieser Jutestoff, wo diese Säcke hier drinne, diese Sandsäcke, wo die raus hier gemacht sind, hier wiedergegeben sind, genau wie hier vorne, wo sie zusammengebunden worden sind. Also das passt schon mal ganz gut und auch der Anguss ist so gestaltet, dass man den vernünftig abnehmen kann. Bei Essen würde stehen, ihr habt ja vorne das Deckelbild gesehen, was ja auch dann in Grau gehalten ist. Bei Essen würde stehen Serviervorschlag und genauso würde ich das auch anwenden. Ich mache das nämlich eben nochmal, zeige ich hier nochmal in die Detailkamera. So ungefähr hat sich das denn der Hersteller dann auch gedacht, sollen die Teile dann auch aussehen. Mit den Decken, den Säcken hier und auch natürlich dem ganzen Zubehör. Also so ist das dann gedacht. Könnt ihr natürlich handhaben, wie ein Dachdecker, nur nicht so hoch, wie man so schön sagt. So, dann haben wir hier eine Felge. So, und da erwarten wir natürlich im Resinguss ein bisschen mehr als vom üblichen Hersteller, was da so zu leisten ist. Und da haben wir hier natürlich die richtig schöne Detaillierung. Wir haben hier einen Hersteller, dann hier die Vorrichtung für das Ventil, wo das durchkommt. So sieht das Ganze aus. Auch das passt sehr schön. Andere Seite ist dann so gestaltet hier. Auch das passt sehr, sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Dann gucken wir mal, ob... mal sehen, wie lange es hält. Dann haben wir hier einen Reifen. Der sieht dann so aus. So, und da, wie gesagt, das sind dann... Und ist es runtergefallen. Ja, entschuldigt bitte, ich habe es geahnt. Das hält einfach die Klemme nicht aus. So, und da sind natürlich das Ende vom Spritzguss. Ist einfach das Feld hier für die Sachen, die wir hier haben im Zubehörmarkt. Und dafür ist das ja auch genau gedacht, dass du ein vernünftiges Produkt ablieferst, was jeder bauen kann, was vernünftig detailliert ist. Und wer es High-End haben will, der muss dann dementsprechend das dann sich dann noch zulegen.
So, am Ende des Tages soll ja das Produkt auch noch irgendwo finanzierbar sein. Dann haben wir hier zwei Plan zusammengerollt. Auch hier, ich habe einmal die Vorder- und die Rückseite. Kaum Produktionsrückstände, ein bisschen Grat ist dran. Das kann man aber, denke ich mal, easy peasy entfernen. Felge habe ich schon gehabt. Dann haben wir hier drei Stielhandgranaten. So, die haben wir hier. Auch die sollten kein Problem sein, so von der Detaillierung her. Auch eine schöne Sache. Da gucken wir natürlich, ob da auch noch die, der Druck für ist. Dann habe ich hier die passende Kiste dazu. Die ist ein ganz bisschen verzogen. Gerade hier, ich zeige das gleich mal, die dünne Wand hier. Aber das sollte kein Problem sein. Kochend heißes Wasser. Bitte aufpassen, dass ihr euch nicht verbrüht. So, und dann, wenn ihr dabei gegangen seid, das haltet ihr einmal rein. Dann richtet ihr das aus. Ist hier auch ein bisschen verzogen, wie gesagt, aufgrund der dünne des Materials, hier einmal das Angussstückchen weg, das hier einmal gerade schleifen, hier kann man das schön sehen, so, und dann einmal ausrichten, sollte kein Problem darstellen. Dann habe ich ja noch von anderen Bauteilen geredet und hier ist sogar tatsächlich noch eine kleine Anleitung drinne, beziehungsweise nochmal ein kleines Bildchen. So, ich zeige das hier nochmal in die Kamera, damit man das hier schön sehen kann. Und auf der anderen Seite ist dann auch das Zubehör. Das haben wir hier auch. Wie gesagt, das sind Serviervorschläge. So möchte ich das Ganze mal nennen. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt. Aber ja, es ist schon mal nett, das Ganze sich so anzugucken und dann auch zu sehen. So, und ich denke immer persönlich, wenn man sich so ein Set zulegt, dann hat man natürlich auch Vorstellungen, wo man was wie wo verwenden kann. Ja, ist wie gesagt nett, dass der Hersteller was dabei liegt, aber in eurem Köpfchen habt ihr natürlich euch da schon Gedanken drüber gemacht, wo man dann welches Bauteil und wie verwenden kann. So, einige von den Supports sind hier abgebrochen, einige von den Details auch. Ich versuche das mal ein bisschen auseinander zu dröseln. Das hat so ein Modell anders als Dev-Modell jetzt nicht ganz so schön gemacht. Da waren die Teile doch tatsächlich nochmal besser eingepackt. Weil ihr seht das hier, von den Kanistern sind vorne die ganzen Verschlussstücke, die sind nicht weg, aber die sind halt da ein bisschen rumgekegelt. Und wir haben hier auch ein bisschen Bruch. Ihr seht das hier bei so feinen Details, das muss ja am Ende des Tages brechen. Also warum der Hersteller das so gemacht hat und nicht anders, es bleibt mir ein Rätsel, muss nicht sein. Von der Detaillierung her ist das wirklich super. Das ist eins mit Sternchen, aber wenn man diese ganz, ganz, ganz feinen kleinen Teile hat und die da mit den anderen reintut, ja, da muss man sich am Ende des Tages natürlich nicht wundern, wenn dann auch mal was abbricht. So, Sohlmodell hat hier aber auch noch weiteres Zubehör reingelegt. Und zwar haben wir hier Maschinengewehre und die sind von der Detaillierung einfach wesentlich besser als das, was das Werk dabei liegt, muss man einfach auch mal sagen. Aber, upsi, entschuldigt bitte, das ist auch wieder das, was natürlich auch ein Kleinserienhersteller auszeichnet. Sollte der die gleiche Qualität liefern wie ein Großserienhersteller, dann hat der auch irgendwas verkehrt gemacht. So, Karabine 98K haben wir hier auch, passend gleich mit den Gurten. Also das sieht richtig, richtig schnieke aus. Gefällt mir richtig, richtig gut, was ich hier so sehe. Ich versuche das hier mal ein wenig auseinander zu dividieren. So, zack. Ja, ich möchte nämlich einmal das MG42 mal hier schön präsentieren, damit ihr euch das Detail mal angucken könnt. Und das macht natürlich einen richtig schönen, auf jeden Fall hochwertigen und tollen Eindruck. Gefällt mir persönlich richtig, richtig gut. So, du kommst auch wieder in die Kiste. Die Karabine habe ich auch gezeigt. So, hinein. Dann habe ich ja gesagt, wir haben hier ein Dickel, ein Nachschiebebild. Und das haben wir hier für den Tetra Feuerlöscher. Und hier ist auch ein bisschen Draht. Das ist Tüdeldraht, um zum Beispiel die Felge, den Reifen dort festzumachen. Auch das weiß zu gefallen. Dann habe ich hier noch einen Eimer. So, wie ihn jeder von Umi kennt. Auch das sehr schön. Wie ändere ich das oder wie mache ich hier die Supports ab? Gar kein Problem. Scharfes Messer, Skalpell hier lang, einmal lang geschliffen, dann ist das auch Geschichte. Dann haben wir hier Maschinengewehr, die Gurttrommeln. Da haben wir insgesamt zwei Stück von. Auch hier von der Qualität her richtig, richtig gut. Das weiß auch zu gefallen.
Ich mache das auch frecherweise einfach mal auseinander, damit man das mal schön sehen kann. Ich meine, dafür ist das Vorstellungsvideo auch da, dass ihr nicht die Katze im Sack kauft, sondern dass man hier ganz genau sehen kann, welche Bauteile sind dann enthalten. So, dann hatten wir eben ja schon die geschlossenen Munitionsbehälter hier und hier das Ganze nochmal geöffnet, sogar mit ein Stückchen Gurt dabei, den man dann dazu passenderweise reinlegen kann. Also alles in allem sehr schön durchdacht und sehr, sehr umfangreich. Ja, ich wünsche mir das gerne auch mal in 35. Irgendwie wird das dann vernachlässigt und das ist natürlich dann auch da möglich. So, Werkzeuge haben wir hier auch. So, und die kann man auch schön sehen. Wie gesagt, die Supports haben ein bisschen gelitten. Da sind einige Bauteile abgebrochen. Die wollen wir uns natürlich gleich mal angucken. Dann habe ich einen Feuerlöscher. Dann habe ich einen Bosch-Scheinwerfer mit dem Bosch. Schriftzug hier auch noch mal drauf. Ich hoffe, man kann das hier sehen und erkennen. Ist natürlich super duster. So, und ja, so ist das hier dargestellt. Ja, dann versuche ich mal, das hier einigermaßen zu zeigen. Es sind sogar Schlösser dabei. Also, ja, richtig toll. Also von der Detaillierung her ist das eigentlich das perfekte Add-on. Vom Preis natürlich, es ist schon ein bisschen teurer, muss man wirklich sagen. Auch ein bisschen mehr. Also 100 Euro ist jetzt auch kein Pappenstiel. Dafür ist natürlich die Halbkette ein bisschen teurer, wenn ich mir sonst andere von einer anderen Firma, von Trumpeter, ich kann den Namen ja ruhig nennen, sonst angucke, die sind wesentlich teurer. Wenn hier zum Beispiel ein Panther oder so. Also ich hoffe, dass das die Kamera reinkriegt. Ja. So. Da sollte man es erkennen können. Schlösser, Verschlüsse, alles, was so dabei ist. Ich packe es gleich hier wieder vernünftig rein. Man kann das ja anhand der Bauteile erkennen. Aber ihr, wie ihr seht, ist da leider mit Bruch zu rechnen, aufgrund dessen, dass hier alles in eine Tüte reingestopft worden ist. Besser am Ende des Tages, auch von den Reklamationen her, wer hätte man das in zwei, drei verschiedenen Kammern unterteilt. So könnt ihr aber auf jeden Fall schon mal damit rechnen, dass hier einige Teile ein wenig durcheinander gepumpt und gepurzelt sind. So, ich packe das mal eben hin. Ich komme nämlich jetzt hier schon zum Schlusswort. Wie ich finde, ist das eine richtig tolle Ergänzung zum eigentlichen Artikel. Beseitigt so ein bisschen die, ich möchte sie nicht Mängel nennen, aber beseitigt einfach das, was im Spritzguss nicht möglich ist, wo denn da auch Grenzen gesetzt sind. Wie ihr das bei dem Tacom-Video gesehen habt, ist einfach im Spritzgussbereich irgendwo Ende im Gelände mit der Detaillierung bzw. mit der Feinheit. Da springt dann natürlich ein Zubehörhersteller ein und das ist richtig, richtig gut. Also wenn ich einen 251 in 1:16 bauen würde, dann würde ich genau diese Sachen hier ergänzen, weil das ist auch das, wo ich sagen würde, das ist richtig, richtig gut und macht vor allen Dingen auch Sinn. So, ja, es gibt wirklich für das Werk jede Menge Ergänzungsbausätze. Wir haben von FC Model Trend schon einiges gesehen, hier auch so ein Modell, dann Figuren, also ich hätte nicht gedacht, dass der Markt in 1:16 so viel unheimliches Potenzial und auch Sachen nach sich zieht, also da bin ich selber ein wenig überrascht, positiv überrascht auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, würde mich natürlich wie immer über eure Kommentare freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, euer Christian von MBK.